Hallo Freunde, willkommen in meinem Hotel. Mal sehen, ob ich für heute eine Reservierung habe. Romeo. Hallo, kann ich bitte gleich auf mein Zimmer? Oh, hallo Romeo, klar. Möchtest du dein Auto vielleicht in der Garage parken? Prima, wenn die Pyjama-Helden mein Auto nicht sehen, wissen sie auch nicht, dass ich hier bin. Ich habe viel zu tun. Ich muss mich sofort an die Arbeit machen. Dieser Tisch ist perfekt. Hier werde ich arbeiten. Hier werden mich die Pyjama-Helden nicht stören. Ich kann meine Erfindung hier zu Ende bringen. Was ist das denn für ein furchtbarer Gestank? Oh. Romeo, alles okay da drin? Ich habe gestern weiße Bohnen gegessen. Ich habe ein bisschen Blähungen. Tut mir leid. Hört ihr das? Was sind das denn für komische Geräusche? Die kommen aus Romeos Zimmer. Ich frage mich, was der da oben macht. Es fehlt nur noch eine Zutat. Mein Hotel? Was ist mit meinem Hotel passiert? Romeo! Oh, oh, das ist der gewaltig in die Hose gegangen. Schnell weg hier! Stopp! Hier geblieben, Romeo. Wo willst du hin? Was hast du mit meinem Hotel gemacht? Papa oder Pop, das will ich alles gar nicht hören. Ich will, dass mein Hotel so wird wie vorher. Oder ich rufe die Pyjama-Helden. Die Pyjama-Helden? Oh nein, bitte nicht. Nee, ich bring das schon in Ordnung. Wo ist der? Wo ist der Transformator? Ah, hier ist der ja. Na also, das hätten wir. Alles wie vorher. Ach ja, zum Glück. Aber trotzdem werfe ich dich aus meinem Hotel. So, steig ein, Romeo. Nimm dieses komische Ding mit. Und bitte komm auch nie wieder in mein Hotel. Tschüss, Romeo. Aber ja, okay. Ich suche mir ein neues Hotel. Zum Glück ist er weg. Der hat nur Unsinn im Kopf. Naja, ist ja alles nochmal gut gegangen. Tschüss, Freunde!